Also in erster Linie schaut Trockentraining bei mir so aus, dass ich den Anschlag ganz normal aufbaue. Setze jetzt hier mit der Knienrolle schon am Boden. Mache praktisch einen Gefühlscheck von unten, dass das alles schön stabil ist, wie ich es vom Training in München eben auch kenne. Genau. Und dann schauen wir, dass da nichts weggeht, dass sich der Anschlag nicht auflöst. Und dann nehmen wir uns ein paar Minuten Zeit. 3, 4, 5 Minuten darf ruhig ein bisschen dauern. Und wir haben sowieso genügend Zeit. Von dem her überhaupt kein Stress. Und genau, dann schaut ihr, dass ihr euch das sauber einrichtet. Und wenn das soweit ist, dann nehmen wir das Gerät dazu. So, wenn ihr euch dann fertig eingerichtet habt, dann habt ihr das Gerät. Könnt ihr einen Anschlag nehmen, steckt einen Riemen ein, schaut, ob sich der Anschlag verändert, ob die Stabilität mit dem Gewehr immer noch genauso ist wie vorher beim Einrichten, wie ihr es vom Training kennt. Genau, und dann können wir probieren, ein bisschen Abläufe zum Testen. Also Kappe schön, Schultergriff, Kopf auflegen, können wir die Klappe zumachen, vielleicht habt ihr Trockentrainingsmunition daheim, also so leere Patronen oder so Gummihülsen. Die kann man da wunderbar hernehmen, schont ein bisschen das Gewehr und das ist ganz, ganz sinnvoll. Genau, dann machen wir das einfach, ein schöner Ablauf, wie ihr das eben kennt. Dann geht es auf den Druckpunkt und löst es eben in der Zeit aus. Im Idealfall könnt ihr euch vorne an der Wand noch eine schwarze Scheibe, also einen Punkt hinmalen oder eben aufhängen mit einem Blatt Papier. Und dann macht ihr eure Abläufe, je nach Zeit, wie ihr das halt so kennt. Und löst dann aus. Bleibt es drauf, also schaut es nach, macht es wie wenn es ein ganz normaler Schuss wäre. Genau, ich mache das einmal. Genau, das macht es so lange, bis du sagst, es passt, da verändert sich nichts. Und ja, wie gesagt, Trockentraining, das ist eine zähe Geschichte, ich weiß das selber. Aber wie gesagt, wir haben jetzt Zeit, es bleibt jetzt momentan nicht recht viel anderes übrig, das ist die Möglichkeit, die wir haben. Und da wünsche ich euch trotzdem viel Spaß und macht das Beste daraus.